Moa, dann mal sag ich an dieser Stelle willkommen zurück zu Pokémon HeartGold Randomizer Wedlock Challenge. Wir haben heute einiges vor. Unter anderem wollen wir heute in der Safari-Zone mal unser großartiges Glück versuchen. Was sagst du eigentlich dazu? Jemand, der sich auf einem langen Aufstieg kurz vor dem Umkippen steht, muss einen Augenblick eines Pokémon setzen, wie eine Oase nach einem Marsch durch eine Wüste vorkommen. Ja, danke. Das war jetzt genau das, was ich jetzt ganz gerne wissen wollte. Und du so? Leute, die ständig mit Pokémon sind, das ist dies, sorgen sich bestimmt sehr um ihre Pokémon. Denkst du nicht auch? Tatsächlich? Muss ich mal Mike fragen. Was sagt der eigentlich dazu? Er schmiegt sich glücklich an mich. Okay. Dann gehe ich mal davon aus, dass dieser auch besonders große Sorgen um mich hat. Okay, mal sehen. Ich habe ja noch diese Route hier ja noch offen. Safari-Eingang. Ich will mal sehen, wenn ich jetzt hier noch, sagen wir mal, 3 Versuche noch kein wildes Pokémon jetzt hier aufgetaucht ist, was ich gegebenenfalls mal vom Bäumchen schütteln kann, dann werde ich mal hier einen kleinen Schnitt setzen. Oder diesen Schnitz dann ans Ende setzen. Na, ich weiß noch nicht so ganz genau. Werden wir erstmal sehen. Giselle rammt erstmal auf jeden Fall feuchtfröhlich ihren Kopf hier so rein. Und bisher will jetzt hier wohl kein Pokémon jetzt hier kommen. Oder kommt etwa hier in der Safari-Eingang etwa kein Routen-Pokémon jemals zustande? Das weiß ich jetzt gar nicht. Na gut, darüber kann ich mir später noch ein paar Mal Gedanken machen oder später noch einmal versuchen. Ich will erst einmal hier rein. Oh, du bist hier endlich! Na, was sagst du? Wahnsinn, oder? Wie du siehst, haben wir eine neue Safari eröffnet. Tja, und jetzt... Trommelwirbel, Überraschung! Jetzt habe ich ein Attentat auf dich vor. Willst du bei meinem Eignungstest für Safari-Besitzer mitmachen, hä? Ich sag mal nein. Oh, Mann. Dass du es ablehnst, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Willst du denn wirklich nicht mal deine eigene Safari besitzen? Du wärst doch dein eigener Boss. Hört sich das nicht verlockend an? Komm schon, versuch's doch mal. Natürlich, wenn du mich schon explizit darum zwingst, ja, zu bitten, dann mache ich das. Sehr schön, so gefällst du mir. Dann erkläre ich dir gleich mal, wie der Test genau abläuft. Keine Sorge, es ist kinderleicht. Alles, was du tun musst, ist in der Safari einen Clutch einzufangen. Wenn du eins zu mir bringst, hast du auch schon bestanden. Sie halten sich im hohen Gras gleich am Eingang zur Safari auf. Wenn du ein klein wenig suchst, solltest du also mit Leichtigkeit eins finden. Schön, dann wünsche ich dir mal schön weiter teil. Ja, danke, danke, danke. Keine Ursache, nicht der Rede wert. Okay, gut. Machen wir doch mal eine kleine Tour und Sachen. Wir suchen mal einen Kleinstein. Mal sehen, wie gehe ich denn das jetzt an? Entweder suche ich mir jetzt nur das Kleinstein und gehe dann wieder raus, zeig's dann Baoba, damit er dann zufrieden ist und gehe dann nochmal rein, um dann alle 6 Regionen abzuklappern. Oder ich klapper zusätzlich noch die 5 restlichen Regionen noch ab und die letzte, die mache ich dann separat. Ne, ich glaube, ich hole mir erstmal jetzt nur das notwendige Kleinstein, zeige es quasi Baoba und dann geht's noch einmal rein. Was für eine Ausbeute. Jedes Mal muss ich 500 Pokédollar dafür ausgeben, sogar wenn ich dann noch später hier Boss bin. Naja, sowas kann ich leiden. Okay, Preisfrage. Ach so, ich kann hier keine Kopfnuss machen? Ey, das wär's doch eigentlich, Kopfnuss hier in der Safari-Zone. Na gut, was soll's. Ich will erst einmal hier nach meinem gewünschten Kleinstein erst einmal suchen. Haben wir etwa jetzt schon vielleicht eventuell Erfolg? Das sieht mir doch nach einem Kleinstein aus. Gut, dann sag ich mal, ich schmeiß dich mal mit Matsch. Weil darauf stehst du doch. Du etwas in Rage geladenes Kleinstein. Los, wirf einen Safari-Ball und dann will ich dieses Kleinstein missionsbedingt fangen. Eins. Ach komm schon, bleib drin! Das fasse ich mal als Verweigerung deiner Arbeitspflicht auf. Die besagt nämlich, du musst in einem Pokéball gefangen werden, aber vielleicht wird dieses männliche Exemplar ein klein wenig freundlicher sein. Probieren wir es einfach mal mit einem ganz normalen Safari-Ball. Eins? Echt jetzt? Aber wenigstens beobachtest du alles aufmerksam. Okay, mach das noch einmal. Wir haben ja noch genügend Bälle. Also, kein Stress an dieser Stelle. Wenn natürlich der Ball auch dreimal wackeln sollte. Was ist denn eigentlich jetzt mit diesen verdammten Kleinsteins denn jetzt hier los? Normalerweise lassen sich diese doch hier ultra leicht fangen. Oder habe ich da irgendetwas fehl in Erinnerung?
probieren wir es nochmal mit dem weiblichen Exemplar. Wahrscheinlich möchte das jetzt ganz gerne eine Revanche haben. Bitte schmeiß ich dir gleich mal einen Ball dir voll an den Schädel und dann wollen wir mal sehen. Eins, zwei. Na komm schon. Wirf einen Safari-Ball und fang ihn auf. So, das reicht mir langsam los. Ich beschmeiß dich jetzt mit Matsch. Ich will jetzt endlich mal, dass dieses verkackte, in Rage geladene Kleinstein auch mal endlich drin bleibt. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Ich glaube, ich habe schon einen passenden Namen für dich. Dann nenne ich Rage Rock. Ich glaube, so nenne ich dich. So, viele Leute wissen nicht, aber bei näherer Betrachtung erkennt man, dass es viele Kleinsteine gibt. Ganz großartige Beschreibung. Naja, was soll's. Du heißt Rage Rock. So, Rage Rock. Perfekt. Okay, dann wollen wir jetzt erst einmal zurückgehen und dann quasi Baobar erstmal Rage Rock erstmal zeigen. Ja, ich will zwangsweise jetzt erstmal aufhören. Und dann quasi nochmal 500 Pokédollar dafür auszugeben, nur damit ich dann demzufolge erst einmal alle Gebiete absuchen darf nach möglichen neuen PC-Partner und Partnerinnen. Je nachdem. So, es könnte natürlich jetzt auch sein, dass dann auf der ersten Areal-Arena, dass dort gegebenenfalls auch, naja, wie sagt man, ein weiteres Kleinstein auftauchen sollte. Jetzt stelle ich mir natürlich jetzt nur die Frage, hatte ich einst mit angegeben, ich glaube, ich müsste alternativ mal kurz mal in meinem Regelwerk nochmal nachschauen, wie es denn jetzt ausschaut, wenn ich jetzt nochmal einen Kleinstein jetzt finde, was denn außerhalb der Mission jetzt hier stattfindet. Seht dies dann als eigenes, neues Kleinstein oder dann eher zu Dupes Claws? Da muss ich gleich nochmal gucken. Moment, ich mach mal einen kleinen Schnitt. So, ich habe es quasi noch einmal looky-looky gemacht und es liegt eindeutig daran, wenn ich jetzt in dem Gebiet, wo jetzt das Kleinstein gefunden wurde, erneut ein Kleinstein jetzt auftauchen sollte, dann kann ich hier demzufolge die Dupes Claws einsetzen. Also es wird dann demzufolge dieses neue auftretende Kleinstein in dieser Route dann nicht als neues Pokémon erkannt. Also, wollen wir erstmal sehen. So! Ach ja, ich habe diesbezüglich ja vergessen zu erwähnen, dass das Ganze hier aus zwei Tests besteht. Ganz so leicht wird man auch nicht Safari-Besitzer. Hier! Der zweite Teil also! Leider stecke ich selbst noch mitten in der Planungsarbeit dafür. Ich werde dir per Pokécom Bescheid geben, wenn ich damit fertig bin. Geduldet dich also noch ein klein wenig. Was für ein Troller. Naja, gut. Sollen wir dann noch jetzt an dieser Stelle nahezu wieder egal sein. Das Kleinstein, das verschwindet jetzt erstmal wieder auf die Box. Das hat hier mal generell nur einen kurzen Aufenthalt gehabt und deswegen hat das jetzt hier keinerlei weitere Relevanz mehr. Also, Kleinstein verschwindet mal wieder und wahrscheinlich werde ich diese Route nach dreimaligen versuchen, je nachdem, ob vielleicht ein Kleinstein oder vielleicht sogar auch ein Georock kommt, dann als abgestempelt erklären, ohne dass ich dort ein Pokémon dort suchen werde. Aber schauen wir erstmal nach. Ich zahle jetzt erstmal wieder 500 Pokédollar. Juhu, das macht so einen Spaß. So, Safari-Bälle. Ja, wir melden uns bei dir, sobald die und so weiter und so fort. Ja, ja, okay. Was für ein Preisbucher. Ich gebe ja ganz gerne immer wieder mal 500 Pokédollar aus. Naja, was soll's. Dann geht es jetzt richtig los. Richtig los, meine ich, dass wir jetzt hier ein Pokémon finden. Was ist das denn? Magnetilo. Aber Magnetilo hat kein Geschlecht. Deswegen darf es nicht gefangen werden. Und es ist nicht shiny. Also, Flucht. Gut, schauen wir mal nach. Was haben wir denn noch so Feines hier? Na? Es ist schon wieder ein Magnetilo. Das will mich trollen. Aber ich sag dir was, ich fliehe. Letzter Versuch. Und, ist es mal wieder ein Magnetilo? Nein, ein Kleinstein! Aber weißt du was, ich habe jetzt schon einen Kleinstein, deswegen sage ich mal, ich wende jetzt hier die Tubeskurs an, fliehe und akzeptiere quasi, dass ich jetzt auf diesem Gebiet jetzt kein weiteres Pokémon
finden oder beziehungsweise fangen darf. Drücken wir es mal so aus. So, was haben wir hier? Das sieht mir nach einem weiteren Gebirgsstück aus. Gut. Rennen wir mal rein, mal sehen, ob und was wir hier so Feines finden. Ein Radikal! Ein unterentwickeltes Radikal. Na gut, wie du meinst, dann wollen wir mal sehen. Ich beschmeiß dich mal mit Matsch, weil ich einfach jetzt ein bisschen Bock drauf habe, dich mit Matsch zu beschmeißen. Okay, dann wollen wir mal sehen. Ich werfe einen Ball und jetzt Rage Radikal. Bleib doch bitte drin. Ja, das sieht gut aus. Perfekt! Radikal wurde gefangen. Auch wenn ich Radikal höchstwahrscheinlich niemals einsetzen werde. Aber schauen wir erstmal nach. So, für das Radikal. So, nackt mit seinen Zähnen alles an. Es kann sogar Gebäude aus Beton dadurch zum Einsturz bringen. Der hat ganz schöne Titankiefer. Naja, gut, geben wir halt eben dir einen Namen. Und weil es ja so buchstäblich schon so heißt, kann ich ihm auch gleich den Namen Karl geben. Ich kann auch nichts dafür, dass er so heißt. Okay, fast nicht so viel. Egal, der heißt jetzt so Karl. So, war hier? Ach nee, hier ist es schon Ende. Stimmt. Na gut. Was haben wir hier? Das sieht man nach einer Mooslandschaft aus. Ich glaube, ich gehe mal angeln. Wo habe ich mein... Ach so, ich habe hier schon Beutelchen ausgewählt. Gut, ich gehe mal angeln. Nur mal zum Reinspaß. Was werde ich dann hier wohl so Feines an der Angel denn erwischen? Wenn überhaupt. Ah? Wollen wir mal sehen, was hat denn sich so Feines in meiner Angel denn verfangen? Carpador! Carpador auf Level 23, weiblich. Juhu! Das wird ein Spaß, sag ich. Perfekt. Ich glaube, ich sollte während der Aufnahme nicht noch gleichzeitig noch was essen. Hier sitzt mein Mikrofon ein klein wenig beschmutzt. Egal! Dennoch hier ein schwaches und träges Pokémon. Manchmal springt es sehr hoch, aber selten höher als 2 Meter. Genau, deswegen ist auch die Welt von Pokémon nicht höher als 2 Meter. So, egal. Mal sehen. Ich glaube, da... Obwohl, warte mal, du bist ja weiblich, dich kann ich ja nicht John nennen, also nicht der John 2. Warte mal, dann nenne ich dich halt eben Judith. Okay, hätten wir das. Judith. Muss mal gucken, wie wirst du gleich anders geschrieben? Ich glaube, so wird sie Judith geschrieben, oder? Weiß ich jetzt nicht. Aber kann man ja gegebenenfalls ja noch ganz gemütlich ändern. Auf jeden Fall wüsste ich zumindest eins, sobald dies dann zu einem Gyarados dann werden wird. Biss wird es ja dann nicht mehr erlernen, sondern ich glaube dann auf Level 25 oder so erst Drachenfuß. Kann schon interessant werden. Und ein Rettern hätte es hier noch sein können. Ja, schön für das Rettern. Also, ich hätte jetzt eher gedacht, wenn ich jetzt hier rumsurfe oder mit der normalen Angel hier angel, dann kriege ich ja auf jeden Fall ein Carpador. Aber na gut, was soll's. So, was haben wir hier? Ziemliche breite Landschaft und... Nur diese beiden Flächen gelten hier als Grasgebiet? Na gut, soll mir recht sein. Was haben wir denn hier für Feines denn für uns auf Lager? Oh, hallo Rihorn! Interessant! So ein Rihorn kann man doch bestimmt mal gut gebrauchen. Mal sehen, mit Matsch kann ich dich schon mal ein klein wenig beeindrucken. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir dich auch fangen können. Jawohl, Rihorn wurde gefangen. Schön. Ich muss erstmal schnell mein Mikro noch sauber machen. Also Notiz an mich selbst, Paranoia. Bitte werde zukünftig mal aufpassen, wenn du etwas isst und gleichzeitig eine Aufnahme machst. So, egal. So, aufgrund seiner kurzen Beine kann es sich nicht umdrehen. Es kann immer nur in eine Richtung laufen. Okay, das stromlinienförmige, ein Dino. Ne, warte mal, Dino. Ein stromlinienförmiges Nashorn, sag's doch. Mal sehen. Deswegen nenne ich dich, weil du noch ein kleines Horn hast, nenne ich dich Horny.
Ich denke, das passt zumindest. Wir gehen auch langsam mehr die ganzen Namen für... Also eher gesagt, die ganzen Spitznamen für echte Namen aus. Deswegen muss ich jetzt mal ein klein wenig improvisieren. Mal sehen, wenn ich jetzt hier runtergehe, müsste ich doch wieder auf mein Steinplateau wiederkommen. So wie das da zum Beispiel. Okay. Jetzt habe ich jetzt sogar noch die linke Seite. Dann will ich mal nachschauen, was dort so Feines auf mich wartet, lauert. Mal sehen, könnte ich jetzt hier... Ach komm, ich gehe mal hier angeln. Wenn ich jetzt wieder ein Carpator jetzt hier an der Angel habe, okay, dann weiß ich ja, Dupesclaws und so weiter und so fort. Aber wir wollen erstmal sehen, ob ich jetzt hier vielleicht etwas anderes bekomme. Eventuell. Dann wollen wir mal sehen. Was haben wir denn jetzt so Feines an der Angel? Grini. Okay, wie du es ganz gerne möchtest. Ich glaube, mit einmal Matsch sollte ich dich fangen können. Sofern er natürlich auch nicht fließt. Das sollte natürlich mit erwähnt werden und auch erwähnt bleiben. Also schauen wir mal. 1, 2, 3. Und drin. Dankeschön, Goldini. Schön. Einfach nur schön. So, Brustrücken und Schweiflossen sehen anmutig aus. Da nennt man es den Wassertänzer. Das ist eine Sie. Eine Wassertänzerin, bitteschön. Mal sehen. Deswegen... nennen wir dich Aqua Queen. Das passt so. Das passt so richtig zu dir. Na, wo haben wir denn hier die Werte? Ach so. Sehr schön. Aqua Queen, ab auf die Lovebox mit dir. Gut. Letzte Route, letzte Chance im ersten Durchlauf gewählte Pokémons auf die Box zu befördern und vielleicht irgendwann mal einzusetzen, obwohl ich will es gar nicht heraufbeschwören. Aber schauen wir erstmal nach, was haben wir denn hier so Feines? Hallöchen, Kangama! Ey, das wäre jetzt richtig nice, wenn ich dich fangen könnte. Einfach so, weil das ist ein seltenes Pokémon. Komm, wir probieren es mal mit einem einfachen Ball. Ich würde mal ganz gerne wissen, ob das überhaupt klappt, ich weiß nicht. 1, 2, 3. Echt jetzt? Das hat geklappt? Egal, wie geil ist das denn? Okay, danke. ich hätte jetzt mit viel gerechnet, aber nicht, dass ich das jetzt sofort fangen kann. Na gut, dann soll es mir recht sein. Mal sehen. Ich glaube, Kangamas Fähigkeit ist ja Rauflust. Das heißt, du bist ja ganz gerne hier in Rage-Modus, deswegen, ja. Ja, pass auf, warte, ich gebe dir folgenden Namen. Du heißt Rage Mom. So, Rage Mom. Perfekt. Ey, wie geil ist das denn? Aus reiner Neugier, was hätte ich denn hier noch so Feines finden können? Also ich glaube schon, mit Kangama dürfte ich jetzt hier den Spitzenwert haben. Ein Onix hätte es im Übrigen noch sein können. Ja, okay, gut, ja. Danke, Onix. Tschüss, Onix. Und weil es so schön war, noch zum dritten Mal. Einfach mal so aus reinem Spaß und Freude. Ah, noch ein Kangama. Mal sehen, warte mal, auf welchem Level war denn jetzt das Kangama, was ich gerade gefangen habe? War das auch auf Level 15 oder war das auf einem höheren Level? Obwohl, kann ich ja eh gleich nachgucken, also... hätten wir das ja auch somit erledigt. Wunderbar! Erste Runde erfolgreich abgeschlossen. Jetzt mit der Betrachtung der Mission habe ich jetzt auf jedem Areal jetzt genau ein Pokémon gefangen. Ey, das ist ja schön! Somit 6 neue Teammitglieder, wollte ich schon sagen. 6 neue Pokémon will ich mir mal die ganzen mal angucken. Also schauen wir mal nach. Ihr alle. So, mal sehen. Rage Rock, ein zartes Wesen. Ziemlich zart für Ragen. Mal sehen. Spezialverteidigung steigt. Normale Verteidigung sinkt. Aber dafür... okay, gut. Wie es halt eben gewünscht wird. So, was ist jetzt hier mit Carl? Der ist hitzig, aber nickt oft ein. Wie kann man eigentlich hitzig und oft einnicken? Na gut, auf jeden Fall. Spezialangriff steigt. Spezialverteidigung sinkt. Für jemand, der überwiegend nur physische Attacken einsetzt,
Okay, wie es halt eben gewünscht wird. So, die harte Judith, dann wollen wir mal sehen. Sie ist stolz auf ihre Stärke, hat natürlich Wassertempo und Angriff wird natürlich erhöht und der Spezialangriff sinkt. Na gut, ich meine, wenn sich dann Judith sich dann später zu einem Garados sich entwickelt, also Garados haut ja eh auf physischer Ebene enorm zu, deswegen heiße ich das hier an dieser Stelle willkommen. Okay, mal sehen. Horny ist sehr ruhig, nickt ebenfalls oft ein. Spezialangriff steigt, Initiative sinkt und hat... Oh, Blitzfänger. Hey, cool. Zieht Elektroattacken an. Das ist fabelhaft. Wird das eigentlich dann auch schon hier in der vierten Generation? Warte mal, das weiß ich jetzt gar nicht. Oder wurde das erst in der fünften eingeführt? Wenn ich also quasi jetzt ein Wasser-Pokémon jetzt noch... Oder ein Flug... Oder generell ein Pokémon jetzt hier als Partner jetzt mit Horny jetzt hier hätte, was allergisch gegenüber Elektroattacken ist, ob dann quasi Blitzfänger hier schon automatisch wirkt und dies dann automatisch zu Horny umgeleitet wird? Oder war das erst nach der fünften Generation der Fall? Weiß ich jetzt nicht. Na gut. Aqua Queen! Ein sanftes... ja, sanft und liebt es zu rennen. Okay, mal sehen, hier ist alles neutral, also hat sich da nichts Großartiges geändert. Und die stille Rage-Mom, sie ist still, obwohl sie im Rage-Modus ist, trotz Rauflust. Mal sehen, Spezialverteidigung steigt und der Angriff sinkt. Na gut, ein klein wenig obskur, aber na gut, was soll's. Das war schon mal die erste Runde. Schön. Julian, ist mir vollkommen egal, was du hier vorhast. Ich möchte das jetzt erstmal nicht wissen. Deswegen bedanke ich mich jetzt hier fürs Zusehen. Ignoriere somit auch den Anruf von Julian. Der wollte mir bestimmt nur wieder erzählen, wie toll der ist und dass er nichts fangen kann oder was auch immer. Und ja, okay, dann sehen wir uns quasi im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Sollte es euch gefallen haben, könnt ihr mir ganz gerne ein Däumchen nach oben geben. Das würde mich freuen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut.